Welche Highlights haben wir dann so gesehen? Einen Schermesserfisch, keine 2 cm groß. Obwohl er nicht ganz ortstreu war, haben wir ihn mehrmals gefunden. Panzerkrebse mit ihren Wächtergrundeln. Einmal ausatmen und sie sind weg. Ein echter Steinfisch. Wenn du das Auge nicht siehst, dann siehst du den Fisch nicht. Normalerweise bewegen sich Steinfische nicht sehr weit. Obwohl ich mir den Platz gemerkt habe, konnten wir ihn kein zweites Mal finden. Wächtergrundel mit Panzerkrebs. Dass diese sehr scheu sind, wissen wir ja bereits. Sobald die Wächtergrundel Alarm schlägt, kommen beide nicht mehr hervor. Einsiedlerkrebse. Nicht immer ganz leicht zu finden, aber meist nicht ganz so scheu. Verschiedene Muränen. Untertags sind sie meist in Löchern versteckt, sodass man immer nur ihren Kopf sehen kann. Clarks-Anemonenfische oder bei uns auch Clownfische genannt. Höckrige Warzennacktschnecken. Prachtsabellen oder auch Röhrenwurm genannt. Sie werden aber auch oft als Federwürmer beschrieben. Eine Porzellanschnecke. Korrekterweise Kaurischnecke oder auch Tigerschnecke genannt, glänzt im Sonnenlicht. Eine Harlekin-Süßlippe, die hektisch im Riff herumschwimmt. Diese hier befindet sich noch im Jugendstadium. Harlekin-Drückerfische. Aber in manchen Büchern werden sie Leopardendrücker genannt und auf Englisch Clown-Triggerfisch. Die Gelbliniengrundel versteckt sich schüchtern in einer Korallenöffnung. Juwelenzackenbarsche. Glasgarnelen, nur wenige Zentimeter groß und wirklich durchsichtig. Putzergarnelen. Ja, da haben wir wirklich viele gesehen. Sogar verschiedene Arten von Putzergarnelen. Marmorzackenbarsche. Die sind doch schon etwas größer. Rotfeuerfische. Obwohl schon 100-mal gesehen, aber trotzdem immer wieder schön. Indische Austern. Leider ohne Perlen. Gebänderte Scherengarnelen oder Prachtscherengarnelen genannt. Glasbarsche bei einem schön bewachsenen Riff und natürlich jede Menge anderer Tiere. Ach ja, die Pinguine. Die habe ich natürlich nicht gefunden. Aber wer genau sucht, kann ihre Spuren noch finden.